Der erste kleine Rückschlag der Saison auf dem Weg zum Ziel Meisterschaft schon vor der ersten Länderspielpause verbucht. Die Niederlage bei Union, Ausrutscher auf einem langen Weg in Richtung Tabellenführung am letzten Spieltag. Und trotzdem. Ich mag das neue Dortmunder Selbstbewusstsein. Wir haben in dieser Saison große Ziele und die waren auch schon vor der Saison klar definiert. Von ganz oben, Herrn Watzke bis zu den Spielern. Wir wissen, was wir wollen und werden alles dafür tun, was wir können. Der Ausflug nach Berlin symbolisiert die Ausnahme, nicht die Regel. Borussia Dortmund verstärkt in die Spielzeit 2019-20. Erstens, weil wir aus den Fehlern der letzten Saison gelernt haben und wir haben neue Spieler und noch mehr Qualität als in der letzten Saison. Also denke ich, dass wir schon besser sind als im letzten Jahr. Und schon damals hat nicht viel gefehlt. Einzig die Bayern waren am Ende stärker und werden auch in diesem Jahr wohl die höchste Hürde sein. Sie sind halt immer noch Bayern München. Sie haben zwar Ribéry und Robben verloren, aber jetzt Coutinho und Perisic. Deswegen glaube ich, dass sie mit diesen beiden noch besser sind. Der Kampf mit ihnen wird bis ganz zum Schluss dauern, das ist klar. Aber wir müssen in erster Linie an uns denken, an unser Team, an unser Spiel und nicht daran, was die Bayern machen. Our team, our game and don't take attention to what Bayern is. Der Kampf um die Tabellenführung, ein nationales Anliegen. Auf europäischem Level darf und soll es in diesem Jahr auch gerne mehr werden als im vergangenen. Meiner Meinung nach müssen wir besser abschneiden als letzte Saison. Ich glaube daran, dass wir es bis ins Finale schaffen können. Es hängt aber davon ab, gegen wen wir nach der Gruppenphase spielen müssen. Die Champions League ist letzte Saison nicht so gut für uns gelaufen, weil ich denke, dass wir es besser hätten machen können. Das werden wir dieses Jahr versuchen. Der BVB und der erste kleine Ausrutscher im Wettlauf um die deutsche Meisterschaft und mit großen Ambitionen in der Königsklasse. Ein ausführliches Interview mit Axel Witzel lesen Sie im aktuellen Kicker Champions League Sonderheft.